Moin Leute, Herbert hier, GamerTV. Vielen herzlichen Dank wieder fürs Einschalten hier bei Let's Play My Summer Car. Ich habe jetzt gerade hier in der letzten Folge das Ding hier leer gesaugt. Und jetzt ziehen wir mal ganz kurz. Und wichtig ist wirklich ganz langsam. Sonst reißt der Schlauch. Den Schlauch einmal raus. Ja, der dürfte jetzt raus sein. So. Und, ja, haben unsere 1200 Dollar dafür bekommen. Zack. Perfekt. Und jetzt werden wir direkt zum nächsten Auftrag fahren. Damit wir das auch erledigt haben, so gesehen. Okay, Licht machen wir normal an, Handbremse raus und tschüss, Jung. Mach es gut. Ach ja, ich mag den Kacksauger, wirklich. Also der ist cool. Er hat einfach die Leistungswerte, die so ein Kacksauger braucht. Er ist stabil gebaut. Jeder fürchtet sich vor ihm. Und ja, ich würde mal sagen, damit ist es ein leichtes, hier durch die Feldwege zu fahren. Und wenn Gegenverkehr kommt, dann kommt halt Gegenverkehr. Ich denke mal, dass er eher stirbt. Das haben wir ja bereits mit dem Mustang gesehen. Und ich denke auch, dass der nächste Unfall dann nicht wir sein werden, der tot ist. Ich möchte es aber auch ehrlich gesagt gar nicht ausprobieren. Und mit welchem Fahrzeug können wir sonst problemlos mit 90 km/h über die Feldwege fahren? Außer mein Summer Car. Das würde noch gehen. Hier ist übrigens der Sumpf. Huch. Oh. Wo Flattery unseren Wagen versenkt hat. Der Sack, das macht er auch nicht nochmal. Und wenn doch, müssen wir ihn dann leider tatsächlich nicht nur ärgern, sondern auch umbringen. Weil das nächste Mal mache ich nicht mit. So, das ist das erste Haus. Und der Kollege hier müsste voll sein. Laut dem Plan, denke ich mal, müsste er das hier sein. Ich hoffe, ich kann durch die Briefkästen einfach fahren. Ja, sehr gut. So. Hydraulik angeworfen. Ich glaube, er hier müsste das sein. Ja, sehr gut. So. Ist zwar kein toller Job. Was ich aber sagen muss, ist, er ist gut bezahlt. Ne? Ich weiß nicht, ob das hier reicht. Ich fahre noch ein Stück zurück, vorsichtshalber. Weil ich mir nicht sicher bin, ob das hier reicht jetzt. So. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass das alles jetzt hier flüssig absaugt. Oh, oh, oh. Ohne zu berühren, rutscht es nach. Sehr schön. Warten wir kurz hier, bis er uns die Kohlehand zeigt. Dann werden wir die Hydraulikpumpen natürlich ausmachen. Und dann haben wir das tatsächlich auch schon wieder geschafft. Leicht verdientes Geld in kürzester Zeit. Also besser kann man hier in My Summer Car eigentlich kein Geld verdienen. Als auf, hoppala, als auf diesem Wege.
Wer kommt da? Ach, das grüne Auto. Ich bin froh, dass er noch lebt. Beim letzten Mal, wo wir ihn gesehen haben, sah er nicht so glücklich aus. War der doch im grünen Auto, oder bin ich jetzt falsch? Ah, perfekt. So, einmal ganz kurz den Motor ausmachen, nicht, dass wir hier gleich Probleme bekommen. Vielen herzlichen Dank. Toll, mit dir Geschäfte zu machen. Aber Leute, ich muss mal ganz... Oh mein Gott, ich wäre da fast reingelaufen. Ich muss mal ganz kurz aufs WC. Und dann werden wir uns hier gleich dann schon wiedersehen. Okay, bis gleich. Hallöchen, Leute. Ich bin's wieder. Bin nämlich wieder da. So, ich habe kurz gespeichert. Und ich hoffe, dass... Ah, wer bist du denn? Ah, ich pinkel dich an. Wer bist du? Hä? Wer bist du? Hallo, wer bist denn du? Oh, jetzt fange ich ja auch noch an zu rauchen. Egal, scheißt auf den. So, ganz kurz rauchen. Zacke die zack, zack, zack. Reicht das? Ja, ne? Ja, sehr gut. So. Gut, wir haben ja den Auftrag erfüllt. Ich habe eben... Oh mein Gott! Das war knapp. So, wir haben ja den Auftrag erfüllt. Was haben wir eigentlich hier alles drin? Zucker und so ein Kram? Okay, gut. So, nochmal reinsetzen, bequem machen. Das raus. Das rein. Egal. Treten, bis er angeht. Sehr gut. So, jetzt flitzen wir nach Hause. In My Summer Car wird es tatsächlich gerade dunkel. Ob das jetzt positiv ist oder negativ, finden Sie in der nächsten Folge raus. Nein, naja, ich denke eher, es ist nicht positiv. Entweder fängt es dann normalerweise an zu regnen. Oder irgendwas anderes passiert, was mir nicht gefällt. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Von daher hoffe ich einfach, dass es einfach nur anfängt zu regnen. Weil beides ist scheiße. Nacht ist scheiße und Regen ist scheiße. Ah, nur einen Schluck getrunken. Wisst ihr eigentlich den Unterschied zwischen Pepsi Light und Pepsi Max? Also die Pepsi Max ist ja wie die Coca-Cola Zero. Und die Pepsi Light ist ja genauso wie die Cola Light. Vom Prinzip her. Aber wo ist der Unterschied zwischen Light und Zero? Kann mir den einer erklären? Bei mir fällt der Unterschied nicht ein. Auch wenn man hinten auf die Zutaten schaut, ist ja alles relativ ähnlich oder gleich. Ich bin mir da sehr, sehr unschlüssig. Was von beiden ist besser? Oder sagen wir mal so, was von beiden ist besser als normale Cola? Beides wahrscheinlich. Wie schnell fahren wir denn jetzt eigentlich? Ich glaube, wir fahren fast 120 km/h mit dem Kacksauger. Meistens, wenn wir so schnell fahren, kommt die Polizei im Normalfall. Ich höre ihn wieder quietschen. Sehr schöner Drift hier. Na endlich. Freie Sicht. Guckt mal, wie hell es ist, Leute. Es ist gar nicht so dunkel. Aber die Scheiben selber versuchen einem weiß zu machen, dass es noch so dunkel ist. Das ist eine Dreckigkeit, sowas. Bah. Ohne Spaß jetzt mal. Bah. Naja, egal. Scheiß mal drauf. Wenn ich jetzt hier noch lange drüber philosophiere, was bah in dem Game ist und was nicht. Ich bin dafür, dass es hier einen Kerscher gibt, dass man die Fahrzeuge reinigen kann.
falls mal der Fall sein sollte, dass ein Fahrzeug einem zu dreckig wird von der Scheibe her oder so, dass man die Scheibe sauber machen kann. Das wäre noch tatsächlich so ein Favorite von mir, wo ich sagen würde, dass das Spiel nochmal so ein Stück weit Persönlichkeit gibt. So könnte man es eigentlich sagen. Persönlichkeit fehlt dem Spiel, Mann. Oh ja, schön hochdrehen. Er kann es abhaben, der Motor. Oh. Oder einfach einen Gang rausknüppeln. Sehr gut. Aber wir schnallen uns mal an, wenn wir hier so eine Scheiße machen. Oh mein Gott. Dann muss uns klar sein, wenn wir hier einen Unfall machen, sind wir nämlich tot. Ich frage mich, wenn wir im Kacksauger sitzen, vom Zug erwischt werden, hinten, fliegen wir ja weg. Sterben wir oder überleben wir das Ganze? Ich fühle mich jetzt gerade wie in einem Cabrio. Nur nicht oben offen, sondern vorne offen. Für eine Fliegenfarm vielleicht ganz interessant. Für uns eher weniger. Gleich sind wir endlich zu Hause. Dann haben wir zwei Aufträge erfüllt. Wir haben jetzt wieder 11.217 Dollar oder Euro oder finnische Mark. Ich nenne es Geld. Also wir haben jetzt 11.217,9 Geld. Und ja, immerhin etwas, ne? Also man könnte wieder mal vorsichtig in den Katalog reinschauen, was man denn für sein Auto kaufen könnte. Und ich meine, ich habe jetzt eben gespeichert. Ich hätte die Gelegenheit gehabt. Ich hätte wirklich die Gelegenheit gehabt, Leute, die Mesh-Datei zu löschen. Aber habe ich nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. So, wie voll ist das Ding denn jetzt? Wir können noch einmal Kacke saugen. Nur, dass wir alle Bescheid wissen, ja? Einmal geht noch. Einmal geht noch. Ah, ne, ist was anderes, ne? Einer geht noch. War beim Fußball oder sowas. Ich hasse Fußball. Ich hasse es auch, wenn Leute in Streams reinkommen, ne? Und dann Fußballfragen stellen. Wenn ich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe, dann habe ich auch keine Ahnung vom Fußball. Ich glaube, wir haben das Licht angelassen von dem Kacksauger. Hier ist nämlich verdammt hell drinne. Und im Normalfall ist das der Kacksauger. So. Ein bisschen Stress ist nicht so schlimm. Ja, wusste ich es doch. Light. Sehr schön. Light ist aus. So. Hallo, Meister Makar. Wir kümmern uns jetzt ein wenig um dich. Weil du siehst krank aus. Also ich muss zugeben, gesund sieht er auf jeden Fall nicht aus. Krank jetzt auch nicht, aber gesund ist das hier nicht. So. Denn du bekommst eine neue Motorhaube. Die liegt ja schon ewig hier. Und hey, bleib zu. So. Aber wurde bis dato noch nicht montiert, weil vergessen. Beziehungsweise, ich muss mich korrigieren, nicht vergessen. Weil wir haben sie tatsächlich gar nicht vergessen, sondern die letzten Male einfach ignoriert, dass wir sie haben und dass wir sie, nun ja, letztendlich auch mal wechseln können. Weil ich habe sie ja letztendlich bezahlt, also möchte ich sie auch irgendwann mal benutzen. So, die Schraube auch noch raus und dann fällt die Motorhaube im Normalfall einfach ab. Bingo. So. Wir haben nämlich hier diese schöne Sporthaube und die möchte ich natürlich auch benutzen. Mehr Durchzug für den Motor etc. pp. Wem sage ich das, Leute? Ihr kennt das Spiel. Ich glaube aber, dass ich die nur anbringen kann, wenn die Kotflügel dran sind. Es sieht tatsächlich dann aus, dass ich den Sohn... Doch, da war der Pfeil. Geht doch, sehr gut. Zack. Zack, vor allen Dingen ist der Wechsel millionenmal schneller als sonst. So, nochmal reingucken, ob es irgendwas Neues gibt, aber ich glaube, hier ist nichts Neues.
das Werkzeugkit wäre halt interessant, weil damit kann man irgendwie alle Schrauben drehen, glaube ich, ohne sich da irgendwie die Mühe zu machen. Hübsch ist es momentan nicht. Das muss ich sagen. Also es ist schon ein ziemlich hässliches Auto wieder geworden. Aber dazu muss ich ja nichts sagen, ne? Wir sind ja selber schuld, dass es so aussieht. Ich meine, es hat ja auch nur dezent leichte Verbeulungen. Ja, ich kann es schön reden, wie ich will. Es sieht schlimm aus. Es hat wirklich gelitten. Nicht unter der letzten Rallye, weil die lief sauber ab, aber es hat definitiv leiden müssen. Naja, was soll's. So, dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, bleibt gesund. Dank fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.